So, und damit ist das auch die letzte Aufnahme. Sie beginnt jetzt und endet, wenn wir zu Hause sind. Was haben wir gefunden? Im Endeffekt ein bisschen Crap. Brrrt. Nichts, was von Wert ist, weder für uns noch für die Stadt. Was mich auch so ein bisschen, ich sag mal, frustriert. Solche Bäume gibt es heutzutage auch nicht mehr, die auf einer Seite so weit rauswachsen. Sehe ich zumindest nicht mehr, nur noch diese runden normalen. Naja. Ja. Achso, ja. Erinnert ihr euch noch an die Ecke hier? Hier ist ein Biombruch, wenn ihr das seht. Und wenn ihr euch richtig erinnert, dann war das hier die Stelle, wo wir mal oben standen und auf die neue Welt geguckt haben. Damals auf die 1. irgendwas. Glaube ich zumindest. Sicher bin ich mir gerade nicht. Ich bin mir überhaupt bei nichts mehr sicher. Nicht nach dieser Abenteuertour. Jetzt heißt es nur noch schnell nach Hause, ein paar Sachen abliefern und frustriert sein, dass wir nichts geschafft haben. Und jetzt auch noch in einem kalten Schneebiom landen. Boah, da zittern meine Füße schon richtig von Kälte. Was soll das hier bitte sein? Kies? Eis? Aber wir sind immer noch in unserem alten Biom. Ich hab da Fleck auf dem Bildschirm. Ach übrigens, da die Pokémon-Musik ja so gut bei euch ankommt, zumindest was ich in den Kommentaren lese und was die Leute mir privat schreiben, habe ich mir einfach mal den Soundtrack zu Pokémon Black and White 2 besorgt. Sollte bald irgendwann hier eintreffen. Und dann werde ich mal ein paar schöne Lieder aus dem aktuellsten Pokémon-Spiel auch noch hinzufügen. Ah, da sind wir ja. Bei der dritten Base allerdings. Mein Gott, wie lange waren wir hier schon nicht mehr? Naja, die Höhle hier war relativ ausgelutscht. Ach du Scheiße. Ach herrje, wir haben so viel Zeug noch hier. Nur kein Eisen. Sachen könnten wir ja mal mitnehmen. Eimer zum Beispiel. Oder wenn wir schon mal dabei sind, das Zeug. Das hier. Das Deck Fackeln. Den hier können wir mal voll machen, den Stack. Ich denke nicht, dass wir hier nochmal hinkommen werden. Also zumindest nicht, um irgendwas zu bauen hier. Also wir werden schon noch irgendwie hier vorbeikommen, so wie heute. Das ist die Route hier. Jetzt noch haben wir eigentlich genug. Nicht von allem genug, aber Kisten kann man immer mal gebrauchen. Clearstone kann man auch immer gebrauchen. Ansonsten Kohle kann man eh immer gebrauchen. So, natürlich haben wir jetzt hier kein Eisen liegen. Das bedeutet, wir können die Minecart-Strecke nicht benutzen, sondern müssen laufen. Wenn man bedenkt, was das für eine Arbeit war, diese Strecke zu legen. Lalala, lalala, zumindest. Aber wir sind jetzt wirklich hier rausgekommen. Ich meine, wir sind doch in einer vollkommen anderen Richtung immer weiter geradeaus losgelaufen.
hier war die andere Höhle, die wir irgendwann mal erkundet hatten. So, und den Rest können wir dann über Tage laufen, weil es ist ja so unschön hier unten. Sie sind auch animiert, sie flackern so ein bisschen. Ich glaube, das soll hier das Drehen der Räder zeigen. Ja, 64-Bit ist gerade so nicht verpixelt, dass man wirklich Objekte richtig schön machen kann. Aber trotzdem noch so verpixelt, dass man hier, wie man sieht, jeden Pixel einzeln zählen kann. Deshalb mag ich 64-Bit. So. Bahnhof. Die stehen jetzt wahrscheinlich alle von unserem Fenster hier. Haben wir hier noch ein Bett stehen? Natürlich nicht. Ganz schön umgebaut. Also wenn man es mal denkt, wie das hier angefangen hat. Mit einem Erdloch, in dem wir reingefallen und gestorben sind. Wo wir das hier bauen wollten, wisst ihr noch? Das war doch lustig. Heute weiß ich auswendig, wie man hier hinkommt. Dank der Beleuchtung. Lasst mal noch ein bisschen Monster schnetzeln. Ach übrigens, habe ich das erzählt, dass ich ein bisschen die Hölle erforscht habe? Dort habe ich eine neue Nether-Festung gefunden. Und in der standen noch ein paar Skelette drin. Da sollten wir unbedingt mal vorbeigehen. Ist da noch ein Zombie? Aber erstmal steht oberste Priorität das Besorgen von Karotten. Möhren. Karotten. Wie auch immer. Sieht jetzt auch richtig toll aus. Hallo Zombie, du bist doch ein Möhrenträger. Du siehst so möhrig aus. Nö. Die Skelette umrunden wir. Und schon haben wir einen Blick von hier oben. Oh, auf unsere Heimat. Sollten wir aber eigentlich. Ich meine, hier steht ja so ein Ding drauf. Die stehen ja nicht umsonst hier. Dachte ich eigentlich. Ah doch, da hinten baut sich die Burg auf. Und da stehen noch jede Menge Zombies hier rum. Nö. Eine Kuh. Na, wenn wir auf 27 kommen. Aber ich mag doch eigentlich gar keine Skelette töten. Zumindest haben wir wieder ordentlich Knochenmehl dadurch. Ist hier ein Eisbiom? Schneebiom seit neuestem? Desert. Achso, das ist wahrscheinlich noch durch unser kleines Versionsexperiment, wo wir hier ein Schneebiom hatten. Wo ich mal eine Folge lang die falsche Version hatte und schon hat sich hier überall Eis gebildet. Vier Zombies, also viermal können wir noch Glück haben. Lunch. Nochmal. Das ist einfacher. Munch. Ah. Oh, ein Eisen. Das sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Was werfen wir dafür jetzt weg? Idee.
auch noch alle einsammeln. Auch wenn wir sie absolut nicht brauchen. Aber jetzt wird Zeit, nach Hause zu gehen. Enttäuscht, niedergeschlagen und ohne Beute. Wohl der letzte Zombie? Man weiß ja nicht. Vielleicht hat er ja ein Einsehen. Nö. Dann bringen wir nochmal alles um. Na, wer sagt's denn? Zwei Level noch, dann können wir uns ein neues Schwert machen. Das wäre doch ein Highlight für die heutige Folge. Immer noch 28. So, mehr Monster werden wir jetzt nicht finden. Außer den Creeper da vorne. Ach so, das Skelett stand unter dem, unter der Trasse. Genau wie das da, das steht unterm Baum. Na, 29? Ein Level noch. Wo kriegen wir jetzt ein Level her? Erstmal würde ich sagen, wir gehen rein, aber ich weiß wo. Und zwar wo sonst als in unserem kleinen, gemütlichen Monster-Spawner-Raum. Wie gesagt, jeder Mensch braucht ein Erfolgserlebnis und ich habe es jetzt wirklich bitter nötig. Nach der Schlappe mit dem Loot und mit der NPC-Stadt. Ich zeichne gleich auf jeden Fall mal eine Karte und gucke nach, wo wir überall falsch abgebogen sind. Oh, jetzt habe ich das schon alles installiert und da fehlt trotzdem noch ein Kies. Hier was anderes hin, wollte ich jetzt fast sagen, aber was? Ja. Zack. Blümchen einsammeln. Und ich würde sagen, Clearstone. Durch den Eingang sieht das nicht so verkehrt aus. Ja, das geht. Was anderes haben wir auch nicht. Zumindest aktuell dabei. Was macht eigentlich unser Nether-Warzenfeld? Ich hätte die Dinger eher Nether-Blüten genannt. Steht in voller Blüte. Klingt einfach besser als Warzen. Ich meine, wer erntet denn gerne Warzen? Jetzt sind wir wieder genau da, wo wir angefangen haben. Was haben wir geschafft? Sinnlosen Crap on Mass geholt. Wenn wir das nächste Mal Kisten brauchen, wissen wir auch, wo wir sie finden. Oder wenn wir ganz dringend Eisen brauchen. Ich meine, man stellt doch immer fest, oh Gott,
Für die Spitzhacke fehlt genau ein Eisen. Wir haben 60 auf Lager, aber uns fehlt ein Eisen. Und ich würde sagen, wir machen dann noch eine Folge hier nach.